So, James, ihr wisst es, ich bin ja fast jeden Morgen auf Twitch live unterwegs und dort stelle ich meistens Sammelkarten rein, verkaufe diese also. Und zudem gehe ich aber auch später dann auf eBay Kleinanzeigen und versuche Schnäppchen zu bekommen. Ja, da geht es dann um Comics, Actionfiguren, Videospiele, Konsolen und so weiter und so fort. Coole Sachen von damals. Und es ist wieder soweit, ich habe etwas bekommen und ich werde euch ein bisschen dazu sagen. Ich werde das Paket auspacken, auch ein bisschen bewerten, wie ist es verpackt und so weiter und so fort. Und ja, ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß. Falls ihr im Stream dabei sein wollt, dann checkt auf jeden Fall gerne meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, ob sich mein Preis, den erwähne ich natürlich auch gleich, denn gelohnt hat. Hier habe ich nochmal was drüber geklebt, das war jetzt nicht so. Ich denke einfach, das macht man so, ja? Damit man hier auch nichts liegt oder sonst irgendwas. Ja, generell muss ich sagen, verpackt ist es gut, ja. Man kann es nicht wirklich bewegen, hin und her schieben. Und ich sehe hier an den Ecken schon was. Schaut euch das an, schön gepolstert, so muss das auch sein. Ja, ich habe natürlich auch immer dazu geschrieben, ey, pass mal auf, ja, ist für meine Sammlung und so weiter und so fort. Bitte polster das aus, weil es kommt auch gern mal vor, dass dann derjenige eben ein Paket schickt und ja, da die N64 oder Super Nintendo oder Game Boy einfach drin rumfliegt. Und das ist ärgerlich, weil dann auf dem Postweg vielleicht was kaputt gehen könnte, ja. Acht darauf, dass ihr auspolstert, weil sonst gibt es später Ärger. Und meistens ist ja so, dass sowieso irgendwie, ja, Reseller oder Sammler von euch kaufen. Mal weiter. Es geht, glaube ich, erstmal um das Gerät hier, ja? Ja, ihr seht es schon. Wie gesagt, sehr schön verpackt. Da gehen wir jetzt auch noch mal rein hier. Natürlich schön vorsichtig, damit ich hier auch nichts kaputt schneide in dem Sinne. Ist aber sehr gut verpackt. Also wirklich. Das muss man definitiv sagen. Und den ziehe ich direkt mal aus der Post. Ja, und warum mich dieser Gameboy stark interessiert hat, seht ihr jetzt. Er sieht wirklich aus wie neu. Also guckt euch das Display an. Das ist, glaube ich, jetzt hier noch so ein bisschen von dem Ziehen gerade. Also das Display ist wie neu. In meinen Augen. Sowas findet man selten heutzutage. Knöpfe sind top. Ist kaum vergilbt. Ein ganz, ganz klein wenig. Aber damit kann man umgehen. Hier haben wir noch die Klappe drauf. Wir haben hier auch, ja, ebenfalls die Klappe. Ich mache mal an. Diesen Sound lieben wir, oder? Ja, Tetris war drinne und ich habe für das Bundle jetzt hier bezahlt. Boah, Tetris sieht auch super gut aus. 35 Euro und für diesen Gameboy, ja, in so einem Zustand kannst du locker das Dreifache bestimmt nehmen. Ja, aber ich denke mal, ein Huni mit dem Spiel ist gut drinne, vor allem in dem Zustand, wie schon so oft gesagt. Aber ich finde, heutzutage ist es immer wichtiger, auf die Zustände zu achten, weil es gibt Gameboys bei eBay, es gibt Gameboys bei eBay Kleinanzeigen und so weiter. Aber meistens sind die dann entweder umgebaut, weil der Zustand von vornherein schlecht war, oder sie sind eben im schlechten Zustand. Ja, mal weiter. Ich habe der Dame geschrieben, pass auf. Ich bin Sammler, interessiere mich für solche Sachen. Hast du vielleicht noch mehr da daheim? Guckst du mal im Keller oder auf dem Dachboden und so weiter? Sie hat gesagt, yo, können wir machen. Hat sie gemacht und sie hat mir ein paar Sachen rausgesucht. Unter anderem hier einmal das Aerial Assault mit Anleitung. Spiel ist drinne. Ja, wunderbar für den Sega. Ein Shooting Game. Dann haben wir Summer Games. Da gucken wir auch mal rein. Also ich persönlich weiß gar nicht, ob die Games drin sind, beziehungsweise die Anleitung dabei ist. Hier sieht es auch sehr gut aus. Des Weiteren haben wir hier einmal Super Monaco GP. Ja, das ist natürlich ein Game, welches man nicht unbedingt, ja, bevorzugt, sage ich jetzt mal. Anleitung ist drin. Dementsprechend das auch eine gute Sache. Des Weiteren haben wir hier Columns. Vergilbt hier auf der Anleitung. Ja, okay. Sega, was ist denn damit? Ah, gut, hier wurde was reingeschrieben. Ja, bleibt nicht aus. Ist nicht schlimm. Ein schönes Puzzle-Game halt, ne? Auch von Sega. Und hier haben wir noch mehr. Was haben wir in der schwarzen Tüte? Ja. Zubehör. Zwei Controller. Aber also, muss sagen, die hat es echt gut verpackt, ja.
war eine Dame, wo ich das her habe. Also sehr, sehr schön. Ein Pad. Stehen noch Nummern drauf. Werde ich natürlich alles schön säubern. Auf Vordermann bringen. Zwei Controller also. Ein weiteres Kabel. Und eine Konsole. Ja. Das Sega Master System ist jetzt nicht unbedingt ein System, welches mir sehr gut gefällt. Aber der Preis war völlig in Ordnung. Powerbutton, ich werde es natürlich testen müssen, denn das Gerät hier wurde mir ungetestet verkauft, beziehungsweise ja, ich habe einfach gesagt, leg's rein. Dadurch habe ich den Preis noch ein bisschen drücken können, habe gesagt, du, wenn du nicht weißt, ob es funktioniert hier, ich lege dir das und das drauf und dann schickst es mit. Und ja, zum Schluss haben wir uns auf einen Preis geeinigt von 30 Euro für dieses ganze Bundle, also 35 für den Gameboy und das Game, dann nochmal 30 für dieses Bundle, also insgesamt 65 mit Versand sogar. Ich wusste gar nicht, dass sie noch die Anleitung dabei gelegt hat. Alex Kidd ist ja dabei, glaube ich. Was haben wir das denn? Poster oder was? Oh, sowas ist auch immer cool. Ja. Hier ist eine alte Werbung. Sieht das dann aus? Ja, davon wusste ich gar nichts. Guck mal, hier sehen heute die VR-Brillen so aus. Okay. Ja, wie gesagt, also Sega-Konsole. Diese hier ist leider nicht so meins. Mega Drive ist dann cooler. Aber das hier nicht so wirklich, ja. Und ja, ich werde sie ausprobieren. Natürlich hat man dann immer die Angst, dass so ein Gerät dann nicht funktioniert. Aber selbst an Bastler mit den ganzen Games für 30 Euro ist das okay. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich die auch hinkriegen werde. Ich habe da auch einen guten Kontakt, der mir bei sowas immer hilft, wenn ich Konsolen vom Flohmarkt mitnehme, die dann zu reparieren sind. Da habe ich, wie gesagt, Unterstützung und das ist dann auch super. Ja, haltet euch die Leute vom Flohmarkt warm. Und meine lieben Freunde, ja, das war das Video. Dazu sei gesagt, kleiner Tipp von mir, fragt immer nach, wenn ihr was kauft. Ja, es ist heutzutage sowieso nicht mehr so einfach, einen Schnapper zu finden. Dementsprechend, wenn ihr einen findet, fragt mal nach, ey, wie sieht's aus? Haben Sie vielleicht noch Videospiele, Konsolen, Karten, je nachdem, für was du dich interessierst, vielleicht sogar Vinyl, ist ganz egal. Du kannst fragen, nach was du möchtest. Hauptsache, du fragst, ja, weil das ist das, was die meisten dann eben vergessen, wo es dann heißt, ja gut, okay, ich schließe den Deal schnell ab und das war's dann. Nein, das war's noch nicht, denn da beginnt's dann erst. Du hast den ersten Deal gemacht, vielleicht kommt ihr dann noch zusammen und sie packt ja oder er packt ja ein Paket. Und warum dann nicht noch mehr Sachen rein, um dann eben Versand zu sparen? Sie kann sich die Anzeige sparen und so. Und meistens sind das auch Leute, wo du einen guten Deal machst, die eben auch nicht so die Ambition für solche Sachen haben. Ja, die sagen, okay, wenn weg ist, ist weg. Und das freut uns dann natürlich. Und dementsprechend, ja, freue ich mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in meinem nächsten Video oder auf dem Flohmarkt. Vielleicht sogar im Livestream. Checkt auf jeden Fall die Infobox. Da findet ihr meine Kanäle, Shops und so weiter und so fort. Bis dahin, ich bin Steentramp.